So, hier ist doch irgendwo inner gewesen gerade. Ich hör's doch snipen. Bin ich bescheuert? Egal. Was soll ich jetzt machen? Ah, genau, einnehmen. Blub, blub, lol. Egal. F. Ah, F. F, F, F. Oh, das leckt wie so heute. Vorsprei. Hier ist niemand. Das ist hier keiner. F wird doch eingenommen, bin ich bescheuert? Helikopter? Das Fahrzeug vielleicht? Nee. Einfach mal schnell reinrennen. What the fuck? LOL. Guckt euch das an. Ein feindlicher Schützenpanzer. BTR 90, ey. 93er Baujahr, aber erst 1994 in der Öffentlichkeit präsentiert. Wie ihr sehen könnt, er hat den Turm eines Schützenpanzers von einem BMP 2. Die Kanone ist horizontal wie vertikal stabilisiert und hat eine Richthöhe von 75 Grad. Ja. An beiden Turmseiten, wie ihr sehen könnt, befinden sich jeweils drei 81mm Nebelwerfer. Er ist schwimmfähig und schafft im Wasser so ungefähr 9 km/h. Hat auch eine relativ gute Panzerung. Granate, wie ihr sehen könnt, kann er locker wegstecken. Er wiegt 21 Tonnen. Hat einen 6-Zylinder-Turbodiesel, 510 PS und kann an Land bis zu 100 km/h fahren. Ein wunderschönes Gerät. Er ist... Ha! Schönes Ding. Wie ihr sehen könnt, er dreht sein Rohr. Sieht mich aber nicht, weil ich habe ja diesen Tarnmodus aktiviert. Also, doch, wie kann man nur so dumm sein? Wie ihr sehen könnt, ein Pionier versucht ihn jetzt anscheinend... Was macht er da? Was macht er da? Er legt sich hin, okay, okay. Er versucht sein Glück, er versucht ihn zu beschädigen, seinem Reparaturwerkzeug. Aber ja, Schützenpanzer, er agiert, er kontert, er fährt weg. Wie gesagt, in richtigen Händen kann dieser Schützenpanzer eine richtige Killermaschine sein und in den falschen Händen... Ja, in den falschen Händen... einfach nur ein Trollolo-Opfer! Alter, wie kann man so bescheuert sein, ey? Ganz ehrlich! Wie könnte der mich nicht sehen, ey? Oh Mann, oh Mann! Aua! Scheiße! Verdammt! Ah.